Musikschülerin und lieber Musikschüler, in diesem Video lernen wir gemeinsam miteinander das erste Teil vom Lappitanz, Melodieseite. Das ist, wie vorher schon gesagt, eines der bekanntesten Anfängerstücke schlechthin. Das lernt man eigentlich immer zuerst, wenn man in den Privatunterricht geht und so auch in unserer Online-Schweizer Örgeli-Schule. Das ist ein super Einsteigerstückli zum Anfang. Ich spiele dir jetzt das erste Teil eins ohne Pass vor. Da kannst du gut zuhören und vor allem auch zuschauen. Nachher gehen wir miteinander Passage für Passage durch. Ich zeige immer kleine Abschnitte, sogenannte Passagen. Und du kannst sie nachher spielen und auch jederzeit das Video pausieren. Oder unten drauf vom Video Geschwindigkeit verlangsamen. Oder mit dem Button AB kannst du einen sogenannten Loop einstellen, was du eine bestimmte Passage in Dauerschleife kannst wiederholen. Das erste Teil besteht aus 4 Passagen vor der Mitte und 3 Passagen nach der Mitte. Man redet immer vor der Mitte und nach der Mitte. Es ist eigentlich bei jedem Teil in der Ländlermusik fast gleich. Es gibt eine bestimmte Stelle, die geht bis an die Mitte hin. Und nach der Mitte fängt es meistens wieder gleich an, hat aber vielfach nur ein Schlüssel dazu. Wir kommen in die erste Passage. Du kannst jetzt gerade in der unteren Reihe starten. In dieser Reihe reden wir von der unteren Reihe, wie im vorherigen Video schon gesagt. Die mitte Reihe ist die mitte Reihe, wie man es schon sagt. Und die oberste Reihe, das ist die Kreuztonreihe. Das ist eine spezielle Reihe. Jetzt zeige ich dir gerade die erste Passage. Die erste Passage ist in der unteren Reihe. Wir zählen von unten auf. 1, 2, 3, der vierte Ton und einen nebendran, der fünfte Ton. Den vierten Ton kannst du mit dem Mittelfinger und den fünften Ton mit dem Zeigefinger drücken. Ich spiele das schnell vor. Ist übrigens auf Stossen. Wenn du den Balg so zusammendrückst, rede ich von Stossen. Und ziehen, das ist der Ziehen, wenn ich den Balg auseinanderziehe. Dann haben wir Stossen. Das war bereits die erste Passage. Ich zeige sie noch einmal. Ein bisschen langsamer. Zuerst wieder der vierte und der fünfte Ton in der unteren Reihe von unten aufgezählt. Stossen. Du kannst gerade so aufrutschen. Dann ist der etwas kürzer. Dann so abrutschen. Das wäre der dritte und der vierte Ton in der unteren Reihe. Dann tun wir etwas länger aushalten. Und dann gehen wir wieder in den Ursprungston zurück. Dann hast du wieder etwas länger ausgehalten. Ich zeige sie noch einmal, die erste Passage. Du kannst auch zählen dazu. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 2 Takte aushalten beim ersten. 1 Takt, 2 Takte. Und wieder einen Takt aushalten. Wir machen sie noch erst, dann gehen wir weiter in die zweite Passage. Jetzt aber noch erst die erste. Stossen. Jetzt kommen wir in die zweite Passage. Jetzt kannst du gerade mit dem Ton, den du in der ersten Passage gehört hast oder auch angefangen hast, ziehen. Das wäre ebenfalls wieder der vierte und der fünfte Ton in der unteren Reihe. Zeig's noch, ich tue gerade mitzählen mit dem Takt. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Da hast du sogar 3-mal ausgehalten. Ich zeige die zweite Passage noch einmal. Jetzt gehen wir weiter in die dritte Passage. Die ist ziemlich ähnlich wie die zweite Passage. Einfach, sie hat noch ein Tönchen mehr dazu. Das wäre auch wieder im Ziehen, der vierte und der fünfte Ton in der unteren Reihe.
Ich zeige sie dir gerade vor, kannst wieder hören. Ich tue wieder mit dem Takt zählen, ziehen, den vierten und den fünften Ton. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Genau. Wir machen jetzt noch gemeinsam miteinander die drei Passagen. Ziehen. Und wie gesagt, kannst du jederzeit das Video pausieren. Fährst du von vorne an. Und du kannst auch einen Loop-Player einstellen, wie gesagt, oder auch Geschwindigkeit verlangsamen. Und wenn es jetzt langsam geht, sogar Geschwindigkeit erhöhen. Genau. Jetzt kommen wir in die vierte Passage. Die ist wieder ziemlich gleich wie die erste Passage, einfach ein Tönchen weniger. Jetzt werden stossen, wieder der vierte und der fünfte Ton in der unteren Reihe. Ich zeige sie dir gerade vor. Ich mache jetzt sie noch, ich tue sie gerade mit dem Takt zusammen zeigen. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Dann halten wir den aus vor der Mitte. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in der Mitte angelangt. Bevor wir aber weitergehen, machen wir noch einmal die erste bis die vierte Passage bis an die Mitte hin. Wir starten wieder mit der ersten Passage. In der unteren Reihe auf Stossen. 2, 3. Wir gehen weiter in die zweite Passage, die werden ziehen. Sie fährt am gleichen Ort an, wie die erste Passage aufgehört hat. Der ein bisschen aushalten. Die dritte Passage immer noch ziehen. Und jetzt kommt noch die vierte Passage auf Stossen. Wieder mit dem gleichen Ton, wie wir gehört haben. 2, 3. 3 Takte lang aushalten. Wenn du die ersten 4 Passagen gut kannst, gehen wir weiter. Und zwar nach der Mitte. Wie schon gesagt, nach der Mitte ist eigentlich immer eine Wiederholung bis an Mitte hin, außer die Schlüssel ist dann noch anders. Darum fangen wir wieder an mit der ersten Passage nach der Mitte. Die ist übrigens genau gleich wie die erste Passage vor der Mitte, nichtsdestotrotz zeige ich sie dir noch einmal. Stossen, 2, 3. Das ist die erste Passage nach der Mitte. Jetzt kommen wir schon zu der zweiten Passage nach der Mitte. Die fährt wieder gleich an, wie die erste gehört hat. Und ist auch genau noch gleich wie die zweite Passage vor der Mitte auf 10 mit den gleichen 2 Tönen. Takt lang aushalten. Jetzt gehen wir weiter in die dritte Passage nach der Mitte. Das ist gleichzeitig gerade der Schluss. Jetzt kannst du in der Mitte der Reihe von oben aufzählt. 1, 2, 3, der vierte Ton und der fünfte. Auf 10. Noch einen durchrutschen und stossen. Ich zeige es mit den Takt zusammen. Ziehen. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Durchrutschen, stossen. 1, 2, 1, 1. Genau. Ich zeige den Schlüssel gerade noch einmal. Zuerst ziehen. Durchrutschen, stossen. Schluss ein bisschen aushalten, genau. So, jetzt spielen wir gemeinsam noch die erste bis die letzte Passage durch. Ich sage wieder ziehen oder stossen. Wir fangen an mit stossen, die erste Passage. Die zweite Passage, den Ton behalten, aber ziehen. Die dritte Passage immer noch ziehen.
die vier Passagen stossen und den gleichen Ton behalten. 1, 2, 3. Sind wir in der Mitte angelangt. Jetzt gehen wir wieder nach der Mitte in die erste Passage stossen. Die zweite Passage nach der Mitte ziehen. 1, 2, 3. Die Schlüssel, einen aufrutschen, immer noch ziehen. Durchrutschen, stossen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das erste Teil schon kannst. Wenn es noch nicht ganz klappt, darfst du einfach nicht verzweifeln. Gib nicht auf, bleib Alltag dran. Es ist noch kein Meister vom Himmel gehabt. Ich empfehle, jeden Tag eine Viertelstunde bis maximal eine halbe Stunde zu üben. Nicht viel länger, weil irgendwann lässt die Konzentration einfach nach. Und in der Nacht tut man auch noch relativ viel verarbeiten. Es kann sein, dass man es am ersten Tag noch nicht so gut kann, aber nach dem Schlafen am nächsten Tag, dass man es schon sehr auswendig kann. Ein weiterer Tipp ist noch der Daumen. Den hat man immer auf dem Griffbrett oben haben. Früher hatte es da hinten am Griffbrett noch ein Däumchen gehabt. Und dann hat man so gespielt, aber das ist ein bisschen umständlicher. Darum tut man immer den Daumen hier, dass man da ein bisschen leiten kann und umfahren mit den Fingern. Das würde ich mir gerade von Anfang an gut angewöhnen. So, wenn du das kannst, gehen wir weiter und wir würden gerade ins zweite Teil gehen.